Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein soziales Experiment. Genau, und deswegen schauen wir uns auch unsere beliebte Plattform namens TikTok an. Ich werde auf jeden Fall ein soziales Experiment machen. Ich hätte gesagt, ich erkläre das Ganze kurz. Es wird auf jeden Fall so sein, ich werde 7 Tage lang jeden Tag ein TikTok hochladen auf 2 verschiedenen Channels. Das eine ist ein Channel mit einem Jungsnamen und einem Jungsprofil. Bild oder eher gesagt ein Spielcharakter als Junge, und das zweite ist ein Mädchen-Channel, wo ein Mädchenname ist mit ein Bild mit Mädchen, und ich werde schauen, welches davon mehr Reichweite, also welcher Channel davon mehr Reichweite generieren wird in diesen 7 Tagen. Und wie das Ganze abgelaufen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Am ersten Tag habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich gefragt habe, ob jemand mit mir zocken möchte, und habe halt so einen No-Skin abgebildet. Wer auf jeden Fall TikTok hat, der sieht das auf jeden Fall sehr oft, und deswegen habe ich mir gedacht, um da mal reinzukommen und als erstes Anfangsvideo wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich sowas mache. Ich habe es auf beiden Channels hochgeladen, und ja, wir schauen uns einfach am nächsten Tag an, wie viele Aufrufe das Ganze hat. Am zweiten Tag sehen wir auf jeden Fall, dass wir auf dem Mädchenkanal schon 1 Follower haben und 2 Likes auf jeden Fall. Wir haben auf das Video gestern 163 Aufrufe bekommen. Auf dem Jungs-Account haben wir auf jeden Fall 2 Likes und 178 Aufrufe, also auf jeden Fall mehr als auf dem Mädchen-Account. Wir werden auf jeden Fall heute das nächste Video hochladen, und zwar genau das gleiche, nur mit Roblox. Wir werden auch mal fragen, ob jemand Bock hat, mit uns zu zocken. Wir sehen uns dann morgen. Mal schauen, was draus geworden ist. Am dritten Tag sehen wir auf jeden Fall auf dem Mädchen-Account, dass wir 1 Follower immer noch haben und 3 Likes. Das Video von gestern ist gar nicht viral gegangen, also wie es aussieht, hat es auch niemand gesehen. Es hat 0 Aufrufe. Irgendwie ist es zwar unlogisch, weil wir haben uns ja selber gestern das Video angeschaut. Ist egal, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, TikTok zählt auf jeden Fall manche Aufrufe gar nicht. Ist egal, auf jeden Fall. Haben wir auf das erste Video, was wir am ersten Tag hochgeladen haben, 165 Aufrufe auf dem Jungs-Account, auch 0 Aufrufe, ist also auch nicht viral gegangen, hat sich, wie es aussieht, niemand angeschaut, ist zwar ein bisschen unlogisch, aber egal. Und auf das erste Video haben wir auf jeden Fall 178 Aufrufe, wir haben insgesamt 3 Likes auf dem ganzen Profil, und ja, heute werden wir auf jeden Fall ein Gameplay hochladen. Und dazu werde ich einfach Musik im Hintergrund laufen lassen und mal schauen, wie gut das viral geht. Am vierten Tag habe ich auf jeden Fall an die Leute, die gestern das Video gesehen haben, ich habe ja reingeschrieben, jeder, der mir folgt, dem folge ich zurück. Deswegen haben wir jetzt auf dem Mädchen-Account auf jeden Fall 2 Follower und nicht mehr einen. Wir haben 5 Likes, ist auf jeden Fall schon besser als am Tag davor. Wir haben auf das Video gestern 177 Aufrufe bekommen. Das am zweiten Tag, das Video ist immer noch mit 0 Aufrufen. Und das Video, was wir am ersten Tag hochgeladen haben, ist mit 166 Aufrufen. Ich habe auch noch die Beschreibung des Kanals verändert. Ich habe jetzt noch reingeschrieben, Mädchen, mag Roblox und Fortnite, 100 Abos, Fragezeichen.
Auf dem Jungs-Channel haben wir immer noch 0 Follower, 4 Likes. Das Video von gestern ist gar nicht viral gegangen. Genauso das wie am zweiten Tag ist auch nicht viral gegangen. Das einzigste Video, was überhaupt Aufrufe erzielt hat, war das erste und das hat 178 Aufrufe. Mehr hat es nicht. Und wie es aussieht, auch das mit den meisten Likes, weil die anderen hat ja gar keiner gesehen. Heute werde ich auf jeden Fall ein Video von Harry Potter hochladen. Also halt einfach so eine Dia-Show mit Effekten. Mal schauen, ob dieses Video auf dem Jungs-Account mal viraler geht als das auf dem Mädchen-Account. Mal schauen. Am fünften Tag sehen wir auf jeden Fall, dass das Video von gestern auch nicht viral ging auf dem Jungs-Account. Und ja, wie es aussieht, ich weiß nicht. Wenn jemand weiß, an was das liegt, warum die Videos manchmal viral gehen und manchmal nicht, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben wir 5 Likes. Es hat, wie es aussieht, noch jemand das Video vom ersten Tag gesehen, weil das hat ein paar mehr Aufrufe. Wir haben jetzt noch 5 Likes, deswegen... Ich gehe davon aus, die anderen sind ja alle nicht viral gegangen. Der Account von den Mädchen hat sich ganz schön gemacht, weil wir haben insgesamt 8 neue Follower, 29 Likes. Es hat sich auf jeden Fall was gemacht. Das Video gestern kam auch gut an. Heute werden wir auf jeden Fall ein TikTok hochladen von dem YouTuber Reputation. Halt so eine Art kleinen Mini-Diss einfach aus dem Video rausgeschnitten, weil mir einfach nichts Besseres eingefallen ist, was ich denn hochladen soll. Mal schauen, wie das ankommt und hoffentlich bekommen wir auch mal ein paar Follower auf dem Jungs-Account. Man muss du den Gegenwind ertragen. Peach-like beschmiert sich gern mit Lebensmittelfarben. Organe entfernt, Alter, merkst du das nicht selbst? Wie dumm. Fans schreiben beste Video in Welt. Warum heißt du Beast-like? Nenn dich doch Dislike. Er wurde misshandelt, echt schlimme Kindheit. Er war bei Frauentausch in irgendeiner Staffel. Ey Mann, da krieg ich so einen Hals, als wär ich Penny Giraffe. Am sechsten Tag haben wir auf dem Mädchen-Account immer noch 8 Follower, 30 Likes. Das Video von gestern ist gar nicht viral gegangen. Auf dem Jungs-Account haben wir jetzt 9 Likes, immer noch leider 0 Follower. Aber das Video von gestern, wo wir das mit Reportagen hochgeladen haben, halt dieser kurze Clip, hat 170 Aufrufe. Ist auf jeden Fall das erste Mal viral gegangen. Krass, Leute. Wir haben es geschafft, ein Video viral zu kriegen. Es sind zwar sehr wenige Aufrufe, aber Hauptsache irgendwelche Aufrufe. Das Video ging auf jeden Fall ab. Heute werden wir einfach ein TikTok kopieren und werden schauen, ob dieses TikTok einfach viral wird, weil die TikToks, die ich erstelle, die werden irgendwie nicht viral. Deswegen einfach kopieren. Macht es nach und lernt vom Meister Monte. Am siebten Tag und auch letzten Tag haben wir jetzt 8 Follower auf dem Mädchen-Account und 31 Likes. Auf dem Jungs-Account hingegen sieht es immer noch mau aus, würde ich sagen. Wir haben 0 Follower und 10 Likes. Und wo ich eigentlich auch drüber erstaunt bin, dass das Video von gestern nicht gesperrt worden ist, weil wir ja das im Prinzip einfach nur kopiert haben. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, wir machen heute nochmal das Gleiche. Wir laden nochmal ein TikTok hoch, einfach wieder kopieren und mal schauen, vielleicht wird dieses Video ja gesperrt. Oder vielleicht werden wir dadurch Abonnenten generieren, wer weiß. So Leute, zusammengefasst sind wir auf das Ergebnis gekommen, dass wir auf dem Mädchen-Account 8 Follower haben, 32 Likes. Und das Video von gestern, was wir hochgeladen haben, wurde auch nicht gestrikt. Also wie es aussieht, kann man auf TikTok auch einfach ganz leicht Videos kopieren. Es ist zwar auch nicht viral gegangen. Wie schon gesagt, wenn jemand weiß, wie Videos viral werden oder überhaupt irgendwelche Aufrufe bekommen und manche gar nicht, dann schreibt es unten in die Kommentare.
Auf dem Jungs-Account haben wir immer noch leider 0 Follower, also es ist im Prinzip fast gar nichts draus geworden. Wir haben 11 Likes, wenigstens war's. Ja, das Video von gestern ist auch nicht viral gegangen. Es sind vielleicht, ich glaube, ein Video oder zwei Videos sind viral gegangen, mehr nicht. Also haben halt Aufrufe erzielt. Viral wäre so 25.000 Aufrufe, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt die Accounts wieder bei TikTok finden, ich habe die Accounts gelöscht, hat einfach nur den Grund, weil ich wollte einfach nur ausprobieren, welcher Account halt besser ankommt, Mädchen oder Junge. Wie es aussieht, sind es wirklich die Mädchen. Also, wenn man das kurz zusammenfasst, kann man sagen, an alle Mädchen, ladet einfach sowas hoch. Und an alle Jungs. Oder lass es bleiben. Was Fame, was ist Hype? Gib mal Abo, gib mal Like. Auf den Beat und die Melodie, der Technik und den Flow. Verkauf die ganze Scheiße nur als schlechtere Version. Du bist nicht gefährlich, du tust keine Babys, Seifenblasen. Du bist keine Nasen, aber Speicherkarten.